Wie viele von euch können einen Teil des vierten Gebotes zitieren? Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Alle, die heilig sind, hebt die Hand. Meine Frage ist also, wie können unheilige Menschen den Sabbat heilig halten? Wenn Christus in uns wohnt. Johannes 20, Vers 22 sagt, und Christus hauchte auf die Jünger den Geist, den Pneuma. Er blies auf sie den Heiligen Geist. Auf diese Weise werden wir heilig. Also, um den Sabbat zu halten, was brauchen wir? Den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist unser Sabbat halten ein Samstag halten. Und Samstag halten ist eine Zeitverschwendung. Dann geht es nur darum, Gott durch unsere Werke zu gefallen. Alle Gebote sind Gaben von Gott. Wenn wir über die Feste sprechen, sprechen wir über Satzungen, Rechtsverordnungen und Gesetze, oder nicht? Wenn wir zu diesen Satzungen, Rechtsverordnungen und Gesetzen kommen in unserem Fleisch, dann verschwenden wir unsere Zeit. Aber hört, was es hier sagt in Römer 7. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich. Deshalb brauchen wir Jesus, dass er seinen Heiligen Geist auf uns haucht, damit wir mit dem Geist erfüllt werden und dann können wir geistlich sein. Die 10 Gebote in unserem fleischlichen Zustand halten zu wollen, ist abscheulich vor Gott. Also, das Gesetz zu halten in unserem Fleisch wird uns nicht in den Himmel bringen. Das Gesetz zu halten im Geist wird uns in den Himmel bringen. Diejenigen, die die Gebote Gottes halten, werden das Anrecht auf den Baum des Lebens haben, damit sie eingehen können durch die Tore in die Stadt. Der Schlüssel zu all diesen Dingen ist der Geist, dass wir den Geist empfangen. Ich war ziemlich berührt durch den Vers in 2. Mose 19, Vers 5, in der Übersetzung der Young's Literal Translation. Es war so eine Freude, das in diesem Kontext zu lesen. Aber lasst uns den Text erst aus der King James Version lesen. Wenn ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten wollt, dann sollte mir ein besonderer Schatz sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Das ist eine Wenn-und-Dann-Aussage, also gibt es offensichtlich ein Sonst. Wenn ihr nun meine Gebote haltet, was suggeriert das? Es suggeriert, dass wir nicht schon bereits Gottes besonderer Schatz sind. Um ein besonderer Schatz für Gott zu sein, musst du diese Taten tun. Du musst diese Gesetze ausführen, um ein besonderer Schatz zu werden. Wie kann das möglich sein? Denn ich bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Wie kann ich irgendetwas von diesen Dingen tun? Das ist das Problem. Aber hört jetzt den Vers in der Young's Literal Translation. Ich liebe es einfach. Und nun, wenn ihr wirklich auf meine Stimme hört, dann habt ihr meinen Bund gehalten, die ihr mir ein besonderer Schatz seid. Erkennt ihr den Unterschied? Wenn ihr auf meine Stimme hört, dann werdet ihr mich sagen hören, ihr seid wertvoll für mich. Hört einfach zu, was ich euch sagen will. Ihr seid wertvoll für mich. Einfach indem ihr mir zuhört, haltet ihr meinen Bund. Gottes Bund zu halten bedeutet, zu hören, was er sagt. Und was er sagt ist, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Du musst da nichts mehr hinzufügen. Du musst dieser Gleichung kein Salz deiner eigenen Fabrikation dazufügen oder das Aroma deiner eigenen Werke. Du bist bereits sein besonderer Schatz. Und wie es die meisten Bibelübersetzungen ausdrücken, hört es sich so an, als ob du erst etwas tun musst, damit du ein besonderer Schatz für Gott wirst. Das ist ein Rezept für ein Desaster. Das ist der alte Bund. Ist es falsch, es so zu lesen, wie es in der King James Version steht? Es wird einfach garantieren, dass du auf einen langen Weg gehen musst durch den alten Bund,
weil die Bibel dir dann reflektiert, wie die Menschen denken. Um Gott zufriedenzustellen, muss ich alle diese Taten vollbringen. Aber wörtlich im Hebräischen heißt es, höre mir einfach zu. Du bist ein besonderer Schatz für mich. Und du hast meinen Bund gehalten, wenn du glaubst, dass ich dich liebe. Ist das neu für einige von euch? Es ist wunderbar. Die Sprache des neuen Bundes. Und so steht es tatsächlich im Hebräischen.